Hamburg, Dienstleistungsmetropole, Industrie- und Handelszentrum. Viele Hamburger Unternehmen sind zu Partnern von Hamburg 1 geworden. Mit ihrer Hilfe können wir Business TV realisieren. Diese Hamburger Unternehmen nutzen Hamburg 1 zur Imagewerbung und zur Kommunikation mit den Bürgern unserer Stadt. Business TV heißt wirtschaftliche Unterstützung, inhaltliche Zusammenarbeit. Die Asklepios Kliniken Hamburg sind unser Partner. Gesundheitsmetropole Hamburg ist Business TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gesundheitsmetropole Hamburg, Ihrem Gesundheitsmagazin hier bei Hamburg 1. Heute informieren wir Sie über die Ursachen von Rücken-, Muskel- und Beinschmerzen. Diese hängen meist mit der Wirbelsäule zusammen und es schmerzt immer dann, wenn die Bandscheiben in irgendeiner Form degenerieren. Gleich werde ich mit zwei Chefärzten über das Thema ein bisschen näher sprechen. Zuerst begeben wir uns aber jetzt einmal in die Asklepios-Klinik St. Georg und sehen dort, dass auch unsere Psyche bei Rücken, Muskel- und Beinschmerzen eine große Rolle spielt. Seit 8 Jahren hat Julia Brosius starke Schmerzen in Rücken und Beinen. Ein Unfall hat die 35-Jährige von heute auf morgen außer Gefecht gesetzt. Die erste Maßnahme, die getroffen wurde, war eine konservative Therapie. Wie sieht bei Ihnen hier die konservative Behandlung bei Rücken-, Muskel- und Beinschmerzen aus? Was können Sie anbieten? Wir können von ärztlicher Seite, auch im Zusammenhang mit dem Wirbelsäulenzentrum, das ja hier bei uns ist, alle Arten von Spritzen und Injektionen anbieten, die notwendig sind. Aber unsere Domäne hier natürlich ist einmal die Krankengymnastik, die Ergotherapie, die Wasseranwendungen und Elektroanwendungen und natürlich auch das psychotherapeutische Gespräch. Rücken-, Muskel- und Beinschmerzen können allesamt aus der Wirbelsäule kommen. Natürlich kann jeder dieser Schmerzen auch für sich existieren. Bei über 90% der Rückenschmerzen ist es jedoch kein spezifischer Schmerz, sondern ein Zusammenspiel aus mehreren Ursachen. Das können einmal die Muskeln selbst sein, das können die Gelenke der Wirbelsäule sein, das können in ganz seltenen Fällen die Bandscheiben, die werden häufiger angeschuldigt, als sie es wirklich sind. Und es können auch die Bänder sein und die Bandansätze, da wo die Bänder in den Knochen strahlen, die wehtun. Der lange Leidensweg bei einer solchen Erkrankung geht, wie auch bei Julia Brosius, meistens nicht spurlos an der Psyche der Patienten vorbei. Oft reicht die verhaltensmedizinische Herangehensweise, um den Patienten wieder fit zu bekommen. In einigen Fällen kann aber irgendwann nur noch die Tiefenpsychologie das Leid lindern. Ich begrüße jetzt zwei Gäste hier bei mir im Hamburg 1 Studio. Herzlich willkommen Professor Paul Krämer, Chefarzt der Neurochirurgie in der Asklepios Klinik Nordheidberg. Und ebenso herzlich willkommen an Dr. Bogislav Herzfeld, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in der Asklepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie beide da sind. Herr Dr. Herzfeld, wir haben es eben ein bisschen gesehen, wenn ein Patient lange Schmerzen hat und vielleicht nicht unter Umständen sofort richtig behandelt wird, dann leidet auch die Psyche. Worin liegt denn die Schwierigkeit bei der Diagnostik, dass es oft eben schwierig ist, doch genau den richtigen Therapieansatz zu finden? Ja, Schmerzen im Bereich des Rückens, im Bereich des Beckens, im Bereich der Beine. Das ist ein sehr, sehr komplexes Gebiet, an dem eigentlich in der Medizin viele, viele Fachgebiete mit eingebunden sind. Das sind also nicht nur wir als die beiden Vertreter von Neurochirurgie oder Orthopädie und Unfallchirurgie, sondern das ist ein Gebiet, wo zum Beispiel noch der Gefäßchirurg mit eingebunden sein muss, wo zum Beispiel der Rheumatologe, der Internist oder der Neurologe mit eingebunden ist. Es kann, ich sag's mal so, alles Mögliche kann die Ursache für die Schmerzen im Bereich der Muskulatur sein. Schauen wir zum Beispiel, in dem Film hatten wir die Wirbelsäule als Ursache für die Schmerzen. Aber es gibt zum Beispiel auch Beschwerden im Bereich des Beckens. Da ist zum Beispiel die Arthrose des Hüftgelenkes, Verschleiß des Hüftgelenkes, das eine Rolle spielt. Oder zum Beispiel Kniegelenk oder Sprunggelenk. All das kann Schmerzen im Bereich des Beines machen. Oder aber auch, Sie kennen das aus
von verschiedenen Bekannten zum Beispiel, die ihnen erzählen, dass sie starke Beinschmerzen haben beim Einkaufen, vor dem Schaufenster stehen bleiben müssen, Pause machen müssen, ja. Das ist die sogenannte Schaufensterkrankheit. Auch das kann eine Rolle spielen und Ursache für die Beschwerden sein. Oder aber Patienten zum Beispiel, die unter Rheuma leiden, auch die können Muskelbeschwerden haben. Das alles und noch viel mehr gehört mit zum Abgleich, was eigentlich Ursache für die Beschwerden ist. Wir merken schon, es ist eine sehr komplexe Thematik. Wenn die Schmerzen dann aber doch hauptsächlich von der Wirbelsäule herrühren, so ein Beispiel haben wir eben im Beitrag auch gesehen, was sind denn dann die Hauptursachen, Herr Professor Krämer? Ja, es sind degenerative Veränderungen der Wirbelsäule. Auch diese Veränderungen sind sehr komplex. Man kann sie heute in der Kernspintomographie sehr gut erkennen und beschreiben. Diese degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule, letztendlich Veränderungen, die durch die Belastung des Lebens entstehen, kann man dann ursächlich für diese Beschwerden erklären. Wenn die Diagnose einmal gestellt ist, geht es natürlich schnell an die Therapie. Und da wird ja zunächst immer versucht, konservativ zu behandeln. Wie sieht die denn aus? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel selbstständig tätig werden, dass Sie zu Hause oder am Arbeitsplatz Ihre Lebensgewohnheiten etwas umstellen, dass Sie häufig wechselnde Tätigkeiten ausführen. Sie können zum Beispiel in Krankengymnastik oder in die Reha-Therapie gehen oder aber Sie können zur Ernährungsberatung gehen bei dieser Art von Schmerzen. All das sind Möglichkeiten, die man hat, um zum Beispiel auf der konservativen Schiene zu versuchen, den Beschwerden Herr zu werden. Wir haben eben eine Patientin gesehen, die wirkliche psychische Probleme hatte aufgrund ihrer langen Schmerzensgeschichte, sage ich mal. Wird die Psyche eigentlich automatisch in die Therapie auch mit eingebunden? Sie sollte. Sie sollte auf alle Fälle, wenn die Beschwerden sehr lange bestehen, dann muss man über eine psychische Komponente oder Ursache nachdenken. Sie sollte aber auch immer dann in Rücksicht genommen werden, wenn man den Eindruck hat, es liegt eine ganz andere Erkrankung, vielleicht sogar eine psychosomatische Erkrankung vor. Wir haben manchmal leider den Eindruck, dass Patienten das nicht gerne hören wollen. Aber man muss den Mut haben, dies auch mit dem Patienten anzusprechen. Liebe Zuschauer, wir haben eben unter anderem schon kurz den Bandscheibenvorfall als häufige Schmerzursache angesprochen. Oft haben Betroffene Glück und sie bemerken die Erkrankung vielleicht nicht einmal, weil sie bei ihnen keine Symptome macht. Wenn der Bandscheibenvorfall aber doch Beschwerden verursacht und eine konservative Therapie nicht anschlägt, dann muss auf jeden Fall operiert werden. Und allein in der Asklepios-Klinik Nordheidberg passiert das rund 1000 Mal im Jahr. Frank Meyenborg ist wieder schmerzfrei und das nur 2 Wochen nach seiner Bandscheiben-OP. Bei dem Schaden trat degeneratives Gelenkgewebe in den Nervenkanal aus und verursachte die starken Schmerzen. Man kann es sagen, es war vielleicht früher mal ein sehr guter elastischer Gummi, jetzt ist es ein morbider Gummi, ein bröseliger Gummi geworden. Das heißt, der Wassergehalt der Bandscheibe nimmt ab, die Höhe der Bandscheibe nimmt ab und das macht Rückenschmerzen. Häufig ist eine Operation die letzte Konsequenz. Konservative Trainings- und Therapieeinheiten können die Rückenschmerzen lindern. Kommt es zur OP, wird lediglich ein kleiner Schnitt gemacht, über den das schädliche Gewebe entfernt wird. Das Risiko einer Nervenschädigung liegt bei unter 1%. Also ich bin nach der OP dann noch direkt in die Reha gekommen. Da bin ich jetzt auch aktiv, bin auch noch 2 Wochen da. Und muss sagen, dass es mir sehr, sehr gut geht. Also vom ersten Tag an schon. Die Schmerzen, die ich vorher hatte, waren komplett weg und bin jetzt auf einem sehr guten Weg der Besserung. Eine besonders anfällige Altersgruppe gibt es übrigens nicht. Das Kreuz mit dem Kreuz trifft junge Menschen mit einer Neigung zu Bandscheibenschäden genauso wie ältere mit Verschleißerscheinungen. Doch die Beispiele haben gezeigt, mit Rückenschmerzen leben muss heutzutage niemand mehr. Herr Professor Krämer, kann es bei so einem mikrochirurgischen Eingriff an den Bandscheiben besondere Komplikationen geben eigentlich? Und wie ist die Erfolgsrate überhaupt? Komplikationen gibt es bei jedem chirurgischen Eingriff, aber bei der mikrochirurgischen Bandscheibenoperation sind die Komplikationsraten sehr, sehr gering. Sie liegen im Schnitt weit unter 1%. Das ist ein sicheres, international durchgeführtes Verfahren. Die Erfolgsrate ist hoch. Wenn die Indikation kritisch und sorgfältig gestellt wird, dann kann man in der Tat sagen, dass die Erfolgsrate gut bei 90% der Patienten liegt, die dann zufrieden nach Hause gehen oder zufrieden in die Weiterbehandlung gehen. Herr Dr. Herzfeld, was gibt es denn eigentlich noch sonst für operative Eingriffe, die bei Rücken-, Muskel- und Beinschmerzen notwendig werden? Es geht ja nicht immer nur um die Bandscheibe.
Ja, das Häufigste, wenn wir uns das in Deutschland einmal die entsprechenden Operationen ansehen, ist das einmal die sogenannte Coxarthrose, der Verschleiß des Hüftgelenkes, der mit zunehmendem Alter eine Rolle spielt. Patienten leiden unter starken Schmerzen, Anlaufschmerz, Belastungsschmerz, Ruheschmerzen, nächtlichen Schmerzen. Diese Patienten bedürfen dann zum Beispiel einer Operation an der Hüfte. Und das gängigste Verfahren ist in Deutschland dann das Einsetzen einer totalen Hüftgelenksendoprothese. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für das Kniegelenk. Hier hat man die Möglichkeit, mehr als bei der Hüfte, dass man zum Beispiel auch versuchen kann, durch gewisse Umstellungen im Bereich des Gelenkes herauszuzögern, eine Prothese, oder durch arthroskopische, sprich Schlüssellochtechniken, versuchen ein bisschen an den entsprechenden Strukturen im Knie zu arbeiten. Aber im Prinzip, wenn die Arthrose im Vollbild da ist, muss man auch hier zum Beispiel eine Prothese einsetzen. Mhm. Das gilt auch für die anderen Gelenke, zum Beispiel Sprunggelenk und Ähnlichem. Wie geht es denn nach so einer Operation weiter? Kann man da gewisse Parallelen ziehen? Es gibt bestimmt eine Reha. Ist danach weiterhin Krankengymnastik zum Beispiel erforderlich? Es sollte nie allein auf die operative Therapie beschränkt sein, die Behandlung. Immer eine konservative Therapie sollte den Patienten begleiten. Schon während des stationären Aufenthaltes fangen wir mit krankengymnastischen Übungen an und bieten dies dem Patienten auch nach der Operation an, indem er weiter zu seinem Krankengymnasten geht oder in eine ambulante oder vielleicht sogar in eine stationäre Reha. Mhm. Auch das ist etabliert bei uns und das ist sinnvoll für den Patienten. Meine Herren, zum Schluss würde ich Ihnen gerne, das mache ich sehr gerne am Ende einer Sendung, noch ein paar Tipps für unsere Zuschauer entlocken. Und zwar würde ich in diesem Fall natürlich gerne wissen, ob wir etwas tun können, um Rückenmuskel- und Beinschmerzen möglichst zu vermeiden bzw. unsere Bandscheiben zu schonen im Alltag. Gibt es da was? Da gibt es sicherlich eine Menge. Man kann selbst dazu beitragen, die Beschwerden entsprechend gering zu halten bzw. zu vermeiden. Ich hatte das vorhin schon angesprochen, dass man sich zum Beispiel sportlich betätigt. Das ist das eine. Aber wenn die Beschwerden entsprechend vorhanden sind und sie einen quälen, dann muss man natürlich irgendwas machen. Und ein wesentlicher Tipp ist, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf oder zu Ihrem Facharzt, Orthopäden, Neurochirurgen, Chirurgen, und dass Sie mit diesem Arzt zusammen die entsprechenden Behandlungsrichtlinien festlegen, um überhaupt A, zu erfahren, was steckt dahinter, und B, welche Möglichkeiten habe ich, um darauf reagieren zu können. Mhm. Das sind eigentlich die wesentlichen Strukturen, wenn ich lange Zeit mit dem entsprechenden Problem konfrontiert bin. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen oder hat Herr Dr. Herzfeld? Wer rastet, der rostet. Wer rastet, der rostet. Das lasse ich als Schlusswort jetzt einfach mal stehen. Professor Krämer, Dr. Herzfeld, vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön für die Informationen. Liebe Zuschauer, hoffentlich fühlen Sie sich nun auch gut informiert und wir konnten Ihnen all Ihre Fragen zum Thema beantworten. Falls Sie doch noch das ein oder andere zu den Ursachen von Rücken-, Muskel- oder Beinschmerzen wissen möchten, dann wenden Sie sich jetzt gerne einfach an die dunkelgrün eingeblendeten Asklepios-Kliniken oder rufen Sie ganz bequem auch unser Infotelefon an. Ich danke Ihnen wie immer für Ihr Interesse und hoffe natürlich, dass Sie auch in der nächsten Woche wieder ein treuer Zuschauer sind. Dann geht es bei uns um das Thema clever schlafen, richtig schlafen bei hoher Stressbelastung. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und sage Tschüss und auf Wiedersehen.